Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von We Are Scoot, zusammen mit Kai und dem Sunny, die beide gerade schon was in den Pfoten halten. Hi. Hallo. Ja, beim letzten Mal hatten wir ja so in das DSC, also in die dritte Welle reingeschaut. Gab lange Zeit kein We Are Scoot mehr. Gab da Probleme, den Trupp zusammenzubekommen. Aber wir sind jetzt hier alle gemeinsam. Wir haben übrigens rausgefunden, bei diesem einen Speedrun-Modus, den es ja gibt, diese skurrile Welten, die Sachen, die man da mitnimmt, solange wir nicht mit aufs Schiff nehmen, können wir die hier einfach in der Haupthalle lagern und dann einfach mitnehmen. Und das haben Kai und ich dann ein paar Mal gemacht und deswegen liegen ja auch ein paar Waffen gerade rum. Wie zum Beispiel der Sprengmeister-Schuffel, den Kai die ganze Zeit in der Hand gehalten hat, oder hier der automatische Scharfschütze, den wir definitiv mitnehmen werden ins dritte Gebiet. Also Kai, eigentlich hast du ja für Kaboom-Aktion den falschen Skin. Kai, möchtest du noch, dass ich dir eine Zweitwaffe mitnehme? Nee, ich glaube nicht. Ja, dann können wir uns, weil sonst können wir uns die anderen Waffen ja auch für spätere Runs aufbewahren, ne? Ich glaube, ich bin erstmal so bedient, eventuell finden wir ja sowieso noch irgendwas Zusätzliches. Also wir nehmen auf jeden Fall den automatischen Flummi-Scharfschützen mit, der hat ja sogar Abpraller. Und wir gehen natürlich zu den Hauptmissionen. Dritte Welt, vielleicht schaffen wir diesmal das Kurzschlussgebiet. Beim letzten Mal sind wir da kläglich gescheitert. Also, ja. Wir haben uns auch abgesprochen, also ich werde meinen Posten als Pilot versuchen, nicht zu verlassen. Wirklich nur im allerhöchsten Notfall oder in den Zwischensequenzen. Und Zani wird durchgehend am Reparieren sein. Das heißt, unser Schütze wird Kai die ganze Zeit sein. Weil anders schaffen wir das Gebiet nicht. Welches Schiff wollten wir nehmen? Ich glaube, ein kleines Schiff ist gar nicht mal als. Also, das entweder 3 oder 4 hätte ich jetzt gesagt. Also 3 oder 4 es gibt auch noch ein neues Schiff, das mit dem mit der Welle dazu kam. Das wir aber nie gefunden hatten. Kai, fühlst du dich in der Lage, wenn ich langsam vor dem wegkomme, dass du die mir vom Hals halten kannst? Ich glaube, langsam ist sowieso besser, wenn ich mit der Schrotflinte hantiere. Okay. Weil die so viel Reichweite hat. Lass die Dinge jetzt bloß nicht fallen. Kurz nochmal, damit wir in die Steuerung nochmal reinkommen. Also, normal hier diese Fallenlasse-Tasten drücken ist einfach nur hinlegen. Gedrückt halten ist werfen. Die Schultertasten, also beim Controller, waren das Schießen. Ich weiß nicht mehr, wie das bei der Tastatur war. Deswegen habe ich extra die Taste selbst genannt und jetzt nicht gesagt Viereck. Ja, rein da, ne? Zani, Insel das Geschütz aufstellen. Ja, so ist der Plan. Am besten hinten, wo es Kai am wenigsten stört. Das normale Billo-Geschütz, das verkaufe ich mal instant. Man kann es in den Hund reinwerfen, vergiss das nicht. Zani kann sich ja eigentlich schon mal mit dem Schraubenschlüssel bewaffnen. Den wirst du brauchen. So, warte mal, welche Taste war Gas geben? Die. Leute, wir haben ein paar Monate lang nicht gespielt, aber wir wollten auf jeden Fall Welle 3 noch durchspielen. Das fängt schon wieder gut an. Welche Taste mal Gas geben? Ja, da oben rechts steht ja zur Not. Kai, du hast einen ordentlichen Rückstoß. Ja, super Bumm, Rotflinte. Ich hoffe, dass der Scharfschütze einiges macht. Hoffe ich auch. So, ich werde mich hauptsächlich nur aufs Fliegen konzentrieren. Also, wenn es um Schießen geht, müsst ihr selber drauf achten. Jaden, warst du ein Sunny, daran erinnere ich mich. True, stimmt, sorry. Ich habe ein Notsignal entdeckt. Ein Weltraumkadett ist in Gefahr. Wir sollten ihn finden, bevor wir uns verzischen. Okay, ein Charakter ist hier zu finden. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Okay, ich will nicht in der Nähe stehen. Stromausfall! Nee, nicht das Ding musst du abmachen, sondern du musst das elektrische Ding da kaputt machen. Ach, das Ding. Bitte denk dran, das Geschütz wieder aufzustellen. Es ist, wie gesagt, ein bisschen hier. Das rosane Ding, das müsste irgendwas Positives für uns sein. Ich guck gleich mal. Ja, Kai hat jetzt zu tun. Hilfe, die haben mich hier eingesperrt.
Oh, super. Kai, ich glaube an dich. Ich konzentriere mich aufs Flüchten. Du schießt einfach. Oh Gott, da ist wieder so ein Schild mit dabei. Ich glaube, unten rum machst du mir dann gleich den Weg auf. Dann fahre ich hier Kreise. Ich glaube, du musst den rechten abschießen, ja. Sunny, Feuer! Ich bin der Rote, ich muss. Warte mal, mach mal den Schild-Emitter mal eben kurz, RIP. Haben wir Mörser mitgenommen? Ach nee, der kam da wohl gerade raus. Sunny, reparieren, reparieren! Ich seh's gerade, ich seh's gerade. Bitte konzentrier dich aufs Reparieren. Ja. Wir haben es so schon schwer genug. Ich glaube, ich fahr unten rum. Und fahr dann extra so, dass du erstmal bei dem Schildtypen bist. Okay, vorsichtig. Okay, da komme ich nicht rum. Habe ich gerade probiert. Das ist zu eng. Ich komme da tatsächlich nicht dran vorbei. Entführter Turm? Mach das Ding weg! Dann hat das Ding kein Schild mehr. Ich fahr gerade extra nach hier oben, dass Sunny erstmal reparieren kann. Wir haben es geschafft, Leute! Das ist ja alles ganz cool, aber ich bin immer noch eingesperrt. Komm runter, befreie mich. Wir müssen das nochmal festhalten. Einer muss durchgehend reparieren, ansonsten haben wir echt schlechte Karten. Oh, guck mal, wir kriegen einen Flammenwerfer geschenkt. Flammenwerfer, Feuerlöscher. Er braucht sein Werkzeug nicht mehr. Will irgendwer den da spielen? Nö. Glaube ich nicht. Ich habe meinen Char gefunden. Nicht hier noch irgendwas? Kann ich dich da reinschmeißen? Nee. Bevor wir weiterfahren, sollen wir dir eben kurz beim Leeren helfen? Ja, wäre nicht verkehrt. Nein, da wollen wir nicht hin. Elektrizität ist böse. Was ist das für ein Booster? Was hast du da? Beschleuniger. Alle deine Waffen mit Laserstrahlen verursachen mehr Schaden. Ja, wo nutzen wir Laserstrahlen? Also du ja, mit Laserstrahlen, aber wir haben doch nichts mit Laserstrahlen. Oh nein, nicht der schon wieder. Das war mein persönlicher Albtraum, der Typ. Das Auto scharfschützende Ding? Das vielleicht? Zählt das als Laserstrahl? Müsste. Kannst du den Scharfschutz mal mit dem Mörser tauschen? Ja. Okay, ich habe gehört, ich fahr weg. Jetzt gerade geht das schlecht. Warum habe ich... jetzt weiß ich wieder, warum das eine Zeit lang pausiert war. Das Problem ist, wenn ich den Scharfschutz mit dem Mörser tausche, wird der Scharfschütze ziemlich sicher, sobald ein Stromausfall ist, von dem Stromausfall irgendwie beeinflusst. Eine elektromagnetische Mine, warum haben wir die jetzt erst im Codex drin? Ja, aber vorne ist das Ding besser als hinten. Ich habe Angst vor deiner Schrotflinte, Kai. Hätte ich an deiner Stelle auch. Kai, da ist eine neue Waffe für dich. Vielleicht gucken wir nach, was es ist, nachdem wir den ganzen Müll entfernt haben in der Zwischensequenz. Ist da nochmal eine Challenge? Nee, da ist ein Laden, glaube ich. Warte mal, wo ist der Schlüssel? Den haben wir schon längst um uns rum. Oh, okay. Autogeschütz? Ja, Autogeschütz würde ich sagen. Ja, weil wir nur einen Schützen haben auf jeden Fall. Aber den packen wir dran, sobald wir in der Zwischensequenz sind. Ach ja, stimmt. Danke. Au! Machen wir zuerst das Geschütz rein.
Sorry, ich starte Weg. Ist ja normal. Oh, das ist nochmal eine Kiste. Sunny, kannst obwohl. Wenn ich dir beim Verkaufen helfe, dann könnte es eben schnell reichen. Ich helfe dir eben kurz beim Verkauf. Ich muss aber einen Meter wegfahren. Ja, dann könnten damit wir ja die Kiste öffnen können. Momentan ist kein Gegner in der Nähe, aber am besten Kai bleibt immer auf seinem Posten. Vergiss nicht, dass du auch werfen kannst. Okay, ich gehe da hin, du öffnest das Ding und dann heißt Abflug. Dieses Gebiet war anstrengend. Das war das Problem. Weiß ich nicht, ob wir das haben wollen. Ich sehe es gleich. Ich bin so stark auf Flüchten und so weiter konzentriert. Was hast du denn da? Lass mal fallen. Achso, du hast ihn gerade. Sorry. Das Rammen von Gegnern verursacht mehr Schaden als normal. Und sie werden weiter zurückgestoßen. Doch, das ist eigentlich ganz praktisch. Unser Schiff wird dadurch verwundbarer, ne? Ja, aber wenn die davon durchweg sind, du bist ja eh durchgehend am Reparieren. Oh, der war zu weit. Warte mal. Ach nee, du hast jetzt... Autogeschütze. Wir haben sogar noch ein weiteres? Ja, das haben wir doch gerade bei dem Typen bekommen. Nee, ich meinte einen weiteren Autoscharfschützen. Nein, wir haben ein Autogeschütz und ein Autoscharfschützen, oder? Den Teilchenbeschleuniger weg und das Autogeschütz? Oder das Autogeschütz verkaufen? Ich würde das Geschütz tatsächlich verkaufen, weil der Teilchenbeschleuniger... Jetzt ist eh egal. Ich habe vergessen, dass das Ding direkt weggeht und dass die Dinger direkt weggehen. Könnten auch den Igel statt dem Autogeschütz dahin packen, dann werden die wenigstens weiter weggestoßen, wenn die zu nah mir dran sind. Deswegen fände ich den ganz gut. Du bist ja, wie gesagt, eh durchgehend am Reparieren. Okay, du brauchst das Autogeschütz ja nicht mal verkaufen, wir können das ja später noch dran packen. Pack das einfach hier unten in die Ecke. Muss noch irgendwas repariert werden? Nee, ist alles Tutti-Futti jetzt. Ich mach mal eben kurz die Tür hier zu. Einfach Vorbereitung, falls da gleich was kaputt geht. Dann wird das wenigstens nicht rausgesogen. Ja. Okay. Jeder auf seinem Posten? Gut. Ich sehe die Stacheln, ne? Die sehen cool aus. Mhm. Ich kann ja nicht einschätzen, wenn da steht, dass das Schiff verwundbarer wird, wie sehr verwundbarer es wird. Ja, wenn allein schon der Faktor, dass es die von mir fernhält, ist schon wertvoll. Ja, guck mal. Da ist eine Kiste. Sunny hat auf jeden Fall schon mal was zu tun. Die elektrischen, das waren die braunen. Die braunen willst du am besten nicht sprengen. Die grauen auf jeden Fall. Oh, Sunny, geheimnisvolle Mitmachsache. Jackpot 1! Fahr mal ein Stück weg, wenn die explodieren, schießen die nochmal Kugeln ab. Das kann ich ruhig liegen lassen und später abholen. Wir kommen da. Die nicht! Die darfst du nicht abschießen, sonst haben wir diesen scheiß Nebel dort. Aua. Komm her. Um Gottes Willen, da hau ich ab. Okay, die Stacheln sind schon stark, wenn ich aktiv in die reinrenne. Aber auch nur dann. Da habe ich Käse gesehen. Kai Geschütz, Raketengeschütz. Da ist der Käse. Zusammen mit einem Schlüssel. Ich will auf jeden Fall, dass Sunny wirft eine Pille rein. Und zur Not.
Zur Not hast du Pillen. Ich weiß. Das ist auch wieder ein Fragezeichen. Ist einer dieser Challenge-Rooms, ist die Challenges... Nee, die Challenges lassen wir sein. Wir haben bisher jedes Mal verkackt, wenn wir diese Challenges betreten haben, hier auf der Ebene. Ihr seid auch dafür, dass wir dann nicht mehr reingehen, ne? Ja. Ja, wir können die Challenge machen. Wir können jetzt fertig erkunden und dann können wir einfach mal in die Challenge gucken. Also bisher sind wir da immer verreckt. Eigentlich würde ich die gerne machen wollen. Sunny! Bin sofort da. Ey, geh weg. Ich hab den Hund bezahlt. Au! Ich hätte gern diesen Super Laser für dich, ne? Mit dem könntest du eigentlich Spaß haben. Ne, vor dem hau ich ab. Jetzt können wir ihn aktiv töten. Ich wollte nur, dass er einmal sein Gas gegeben hat. Ich will nicht, dass er in uns reinjietet. Oh, da ist ein Laden! Jetzt schieß uns nicht raus. So, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall einen der Robis, Löschi, Schraubi. Möchtest du jemanden haben, der mit dir am Schrauben ist, Sunny? Auch wenn wir wir können uns ihm leisten. Nee, das Schrauben kriege ich hin, dann nehme ich Löschi mit. Okay. Und mich darum nicht mehr kümmern. Und dann kannst du dich. Aber vielleicht mal. Wiederum. Oh, bitte nicht. Auf jeden Fall erstmal Löschi rausholen. Ja. Irgendwas backt hier. Au! Da wollte aber einer wissen. Oh, Super Laser. Ja, können wir gleich dran packen. Ich möchte erstmal abhauen. Also, ich gucke jetzt hier rein. Aber ich finde nicht, dass wir den Challenge Room machen sollten. Was meint ihr? Bevor du da reingehst, warte bitte, dass wir erstmal den ganzen Kram hier aus dem Weg haben. Ja, heute Scharfschützen regeln gerade. Du hast Löschi, glaube ich, ausgemacht. Ich habe gerade erstmal all den ganzen Kram aus dem Weg geschoben. Nein, nein, nein! Er wollte Löschi essen. Wir können ja auch nicht ewig warten, ne? Wirf mal eine der Pillen rein. Bin dabei, wenn der Laser mir nicht im Weg stehen würde. Löschi, hier ist ein Feuer. Tu deinen Job. Wo ist Löschi? Er war ausgeschaltet. Du hast Löschi seinen Job weggenommen. So war ich schneller. Jetzt ist Löschi sauer. Möchtest du lieber den Laser haben, Kai? Nee, ich glaube, Schrotflinte ist effektiver gerade. Da ist irgendeine Box. Ich guck gleich mal, was das ist. Da war ein Laser. Sunny, ich kann mich kaum bewegen. Könntest du bitte mit dem Schraubenschlüssel mal kurz hier hochkommen? Danke. Bitte. Wenn der Kapitän auf dem elektrischen Stuhl sitzt. Komischerweise ging es mir gut. Ja, weil dein Anzug gegen den größten Teil der Elektrizität abgeschirmt ist. Nee, wenn ich da durchlaufe, dann kriege ich auch Elektrizität ab und gelebt. Hey, haben jetzt schon was erreicht. Wieso sind wir instant drin? So, jetzt wird erstmal verkauft. Was haben wir denn hier? Pillenroulette wirft manchmal eine Heilpille ab, wenn du einen Gegner besiegst. Ja, das haben wir doch. Das klingt strong. Ja, bitte nicht Löschi verfüttern.
Pending statt dem Stachel? Oder statt einem der Geschütze? Nee, nee, die Geschütze, die müssen bleiben. Die haben gerade eben uns am Leben erhalten. Ja? Ohne die wären wir gerade eben gestorben. Die sind so wertvoll, das glaubst du gar nicht. Also die entlasten Kai auch massiv, habe ich das Gefühl. Ja, gut, dann nehmen wir, dann lassen wir die zwei Autoscharfschützengeschütze dabei und nehmen das Pillending mit. Ja, dann droppen die halt häufiger. Kai, du musst hier hoch. Naja, komm. Kein Scheiß. Den Superlaser würde ich beim Boss auf jeden Fall bevorzugen, sage ich, wie es ist. Wir haben schon genug Stress in den... Das Spiel ist schon stressig genug. Ja. Also ich, wenn der Boss keine kleinen Dinger spawnt, dann bringt mir das Pillen beim Boss halt nichts, ne? Das ist halt das Ding. Ja, da können wir das dann gegen den Superlaser austauschen. Der erste Schaden in dem Raum bekommt. Ich meine, der kommt von Kai. Nee, ich war schneller. Ich bin gegengeflogen irgendwo. Da kommt ein Laser-Dude von hinten. Käse. Ja, den Käse, den können wir nicht liegen lassen. Der ist zu wertvoll. Ist noch mehr Käse, weiterhin. Okay, Wurmloch haben wir noch nicht gefunden, aber den Schlüssel schon mal. Das ist ja schon mal etwas. Da unten ist noch mehr Käse. Was ist mit den Projektil-Dingern da? Du hast irgendein Projektilding eingesammelt. Alle deine Projektile sind schneller, aber gegnerische Projektile auch. Nee, bloß nicht. Ja, jetzt schon, also Captain kann ja jetzt schon kaum ausweichen. Im Übrigen, das Wasserding, da kann man auch aufsammeln. Das hatten wir letztes Mal liegen gelassen. Ich tue den Geschwindigbus mal verkaufen. Ja, bitte, das Ding nutzen wir definitiv nicht. Liebe Autoscharfschützen, das Ding ist schon tot. Was ist das? Löschfrucht. Wirf die Frucht, um Feuer zu löschen oder überhitzte Geschütze abzukühlen. Ja, das kannst du in den Hund werfen. Ja. Alter, wir haben einfach 4 Pillen bekommen. Oh, das war keine Ahnung. Nein, da fahre ich nicht lang. Okay, never mind, wir haben 3 Pillen bekommen. Ja, aber haben gerade gut Pillen. Und vor allen Dingen, da ist ein Laden. Warte mal, nicht ausgeben, da ist ein Laden. Okay. Und nochmal, da unten auf der Karte wird noch mehr Käse angezeigt. Oh, hab ich gerade. Schlippi! Drohnengeschütz, nein. Auto durchbohr Scharfschütze. Könnte man gegen den normalen Scharfschützen austauschen? Ich hab gehört, du willst jemanden, der dir beim Schleppen hilft. Ja! Ey, desto mehr Roboter, desto besser. Desto weniger Arbeit hab ich quasi. Dann kann ich mich in Ruhe aufs. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass wir die 180 hierfür eventuell zusammensammeln, weil der hat durchdringend, dieser Scharfschütze, und der andere nicht. Du meinst, dass wir den durch Bohrschaften gegen den normalen Scharfschützen austauschen? Ja, das ist ja auch so ein Autoding. Also, dass wir eben kurz 180 hier zusammensammeln und den dann... hab nichts gesagt. Never mind. Warte, wichtig und richtig. Hallo Schrotti, willkommen in der Familie. Willkommen. Du hast jetzt einen Dauerauftrag. Dann kann ich mich jetzt hier quasi in Ruhe aufs Reparieren konzentrieren. Und wenn Zeit ist, auf das Putzen. Gucken wir, dass wir 100 zusammenkriegen, dann können wir die Kiste da auch noch mitnehmen. Ich fahre gleich noch zu dem Käse, keine Sorge, Kai. Scotty, du hast einen Job. Okay, hier oben ist das Ausgangsportal. Das nehme ich mal kurz mit, weil das sehe ich nicht, dass Scotty das wegschleppt. Nein! Warum öffnest du das Fenster? Das war keine Absicht, ich wollte eigentlich die Pille, die davor lag, aufheben. Jetzt haben wir 2 Pillen verloren. Die können wir wieder einsammeln. Die fliegen hier noch irgendwo im Raum rum. Wir haben vor allem genug Pillen. Guck, da waren als 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schleppi macht seinen Job super. Ich hab gerade einfach. Pillen. Ich hab gerade nur Schleppi zugeschaut, wie er das Ding geschleppt hat. Das ist hier überall irgendwo rum. Ich gehe doch mal welche ins Cockpit, weil unten hab ich unten gleich Platz noch. Schleppi beim Arbeiten zuzuschauen ist echt satisfying. Imagine, wir kriegen noch ein... Genau, ich schmeiße Schleppi in die Floten.
Falls du Schleppi aus Versehen reintust, das habe ich gerade eben bei Löschi schon aus Versehen. Man kann ihn noch wieder rausgreifen, wenn man schnell genug ist. Ah, okay. Ist wieder ein Challenge Room. Ja, und vor allen Dingen sieh mal, wie eng das ist. Auf keinen Fall gehen wir da rein. Ich habe gehört, wenn wir auch noch einen Schraubi finden, dann. Dann bist du arbeitslos. Ich dachte, genau, dann wird das ein schwarzer Part für mich. Also, Schraubi würde wahrscheinlich trotzdem nicht mit den Reparaturen hinterherkommen. Ist ein Problem. Wahrscheinlich nicht. Ich finde das schön, dann habe ich aber wenigstens, wenn jemand dabei hilft, dann kann ich ein bisschen mehr entspannen dabei. Unsere Taktik geht aber auf mit dem Autozeug und so weiter. Das funktioniert wesentlich besser. Jetzt habt ihr wieder was zu tun. Ich war unten rum, dann sammle ich das eine Ding noch auf. So, Schleppi, du hast einen Job. Momentan sind hier auch keine Gegner. Hey, du hast offenbar alles umgebracht, was Beine hatte. Was ist das? Nicht das, das andere, das da. So. Recyclotron. Jedes Mal, wenn du Gegner erledigst, erhältst du Geld. Hätten wir früher gebraucht. Ja. Und recycle das Ding. Und nochmal zwei Pillen. Den Recyclotron recyceln, meinst du? Schleppi macht fröhlich munter seinen Job weiter. Ich troll ihn gerade ein bisschen. Ich merk das schon. Schleppi so halt Maul. Ich hab sie gerade immer wieder von der Nase weggenommen und wieder hingelegt. Hätte wie viele Pillen wir haben. Wie viele Pillen wollen Sie? Wir ja. Okay, wenn wir es jetzt nicht durchschaffen, wenn wir schon so viele Pillen haben, ne, dann haben wir es auch nicht verdient. Ich will die aber nicht alle hier unten lagern, sonst kommst du ja gleich nicht anständig durch. Ey, deswegen will ich auch ein paar hier oben. Wie viele Pillen haben wir da gerade? 4, 8, 10, 12, 13. Okay, wenn wir es jetzt nicht schaffen, haben wir es nicht verdient. Wir haben 13 Pillen hier rumliegen. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, haben wir es auch nicht verdient, Sunny. Arme Schleppi, kommt nicht mehr aus den Pillen raus. Wir haben es dann wirklich nicht verdient. Okay, mit so vielen Pillen können wir eigentlich einen Challenge Room machen. Muss ich halt nur bei den Pillen bereithalten. Dann können wir einen Room ruhig machen. Weil der Loot, der dabei rauskommt, ist ja eigentlich immer ganz geil. Oh, hier ist ja nicht gerade viel auf der Karte. Lass mich hier durch. Warum? Also es war der Autoscharfschütze, aber warum? Was ist das da für ein Ding? Ich weiß es nicht. Kai, mach's fertig, bevor es Eier liegt. Wie wollen wir das rausfinden? Nein! Okay, dreh ich halt um! Noch so eine Schockmine. Ich will doch nur in diesen komischen Kasten da rein. Irgendwo muss eine brechbare Wand sein. Da ist eine Riesenkiste drin. Große Kiste. Da war sie. Ja, ich drehe gerade ab wegen Kreissäge. Kai, Angriff! Angriff! Ey, Leute, habt ihr Pillen bestellt? Da vorne sind noch mal ein paar. Der Pillenmod, der ist ja komplett broken. Wie viele Pillen wollen Sie? Ja. Dieses Pillenmod-Ding ist komplett broken. Ja. Was soll man das immer haben? Easy. Da hast du ja überhaupt keine Arbeit mehr als Reparateur. Okay, wie kommen wir da rein, ohne uns umzubringen? Kannst du das Ding da oben abschießen, Kai? Nein. Kann ich da durch, ohne dass es uns umbringt? Also der Laser hat gerade drauf geschossen. Nein, ich komme da nicht durch. Weil der Laser auf den Gegner zielt, der dahinter steht. Der da aber auch nicht durchkommt. Wie kommt man da rein? Weiter erforschen, vielleicht finden wir ja noch eine Möglichkeit. Genau, oben ist noch eine Kiste, die wir... Also das ist die größte Kiste, die ich in diesem Spiel je gesehen habe. Ich will sie haben. Oh, noch eine Pille. Hatten ja noch nicht genug.
Wir müssen nachher mal, wenn wir alle Pillen. Wenn noch einige Pillen da sind, dann gucken, wie viele wir noch da haben. Genügend. Kai, einmal abschießen bitte. Danke. Ja. Vielleicht ist in den geheimen Miet da oben ja irgendwie ein Knopf, der das öffnet. Ansonsten keine Ahnung, wie man da reinkommt. Warum habt ihr das Fenster geöffnet? Das war ich nicht, das war die Kiste. Das war diese random Kiste. Kai hat Spaß mit seiner Schrotflinte. Selbst wenn ich kein Gegner habe, ich Feuer mit der Schrotflinte auf alles. Okay, ist hier oben jetzt ein Knopf? Okay, hier oben ist auch relativ frei. Wir könnten den Challenge Room auf jeden Fall versuchen. Hier habe ich gute Möglichkeiten wegzufahren. Und Pillen haben wir ja eh genügend. Ich werde gar keinen Traumschuss, sondern ich stelle mich einfach mit der Pille hin. Und behalte die Live bei im Auge. Ich flieg mal zu denen da oben, den willst du vielleicht als erstes fertig machen. Ich sehe nur, wie der Laser an 10 Milliarden Sachen abprallt, ne? Okay, einer ist tot, da ist sogar nochmal eine neue Pille gespawnt. Drei Gegnerwellen sind's hier. Kai, sag mir, welchen du zuerst fertig machen willst. Ich fahr dann in seine Richtung. Also zu den Schildtypen fahre ich natürlich bevorzugt sofort hin. Genau, wenn wir irgendwo einen Schildgenerator haben, dann den zuerst und sonst. Ich habe eine Schrotflinte, ich schieße auf alles, was sich bewegt. Und bei drei nicht auf dem Baum ist. Der Raum ist wenigstens angenehm, die anderen, da war nie wirklich Platz. Nein, ich will aus der Elektrizität raus, danke. Nein, den habe ich jetzt genommen, Kai. Ha, das war meiner. Ich habe abgestaubt. Große Kiste, leckere Kiste. Aber wie kommt man jetzt an die andere Kiste ran? Okay, nevermind. Okay, wir haben es versucht, Leute. Keine Ahnung, wie man da rankommt. Wenn es irgendwer von euch weiß, sagt es uns. Komisches Update? Aber die Steuerung wird verkehrt drauf. Nein! Schade, die Steuerung wird verkehrt, wird herumgedreht. Ich habe noch was auf der Karte gesehen. Das verkaufst du sofort. Ansonsten mache ich das. Darf ich das nicht einbauen? Wenn du hier mit invertierter Steuerung willst, dann gehst du an das, dann gehst du auf den Stuhl. Ist überhaupt irgendwas zum Verkaufen? Nö, ich glaube, das macht unser Schrotti gerade. Oh, schön. Sunny wurde einfach entlastet. Der wurde entlassen. Nee, das nicht. Wozu haben wir den Lümmel dabei? Die Roboter machen alles auch ganz gut. Touching grounds. Okay, wenn der jetzt keine Gegner spawnen kann, das Pillending weg, dann kann ruhig der Laser dahin. Ich lese ihn schon mal da unten in die Ecke. Dann hat's denn keine Zeitwaffe. Oder Sunny kann da mal mitarbeiten. Warte mal, nee, hau das Pillending weg, dann kann Sunny generell mitarbeiten. Zur Not. Weil wir sind jetzt eh beim Boss. Ja. Wir kriegen jetzt hier eh nicht mehr wirklich Pillen, wahrscheinlich. Das ist der Superlaser, ne? Mag man mal irgendwer aufmachen, ohne mich zu schieben? Danke, danke. Kai hat seinen Spaß an dem Laser. Mein Spielzeug. Menno, ich will. Ja, du kannst ja auch Schäden reden. Diese Ruinen sind ziemlich beeindruckend. Laut meinen Daten stammen sie aus dem 4. römischen intergalaktischen Reich. 4 Reiche und trotzdem sind sie untergegangen. Interessant, ein Mecha-Orbit. Ich dachte, sie seien alle schon vor Jahrhunderten verschwunden. Das ist ein beeindruckendes Relikt aus der Vergangenheit. Und jetzt ist es an der Zeit, ihn
zu zerstören. Oh, Flammenwerfer. Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen näher ran, aber am besten ohne in die Flammenwerfer rein. Auf was müsst ihr überhaupt schießen? Auf das Rote oder auf das Blaue? I don't know. Ja, gegen den Laser anzustinken ist irgendwie ein bisschen schwer. Ach was. Löschi, wo bist du? Wo ist Löschi? Da ist Löschi. Löschi macht deinen Job. Ich versuche näher ranzufahren, Kai. Ich versuch's. Warte, Löschi kommt da nicht aus der Ecke raus gerade. Ich glaube, du musst auf das rote Zeug schießen. Und Schrotti weiß gerade nicht, was er tun soll. Der fährt gerade hier dumm und dämlich rum. Ja, der hat ja gerade auch nichts, was er abheben muss. Verdammt, das war nicht gewollt. Hab sie wieder aufgesammelt. Danke. Ich wollte eigentlich hier reparieren und nicht die... Das Magst du Kai mal unterstützen? Jo, kann ich machen. Kann hier gefühlt gar nichts. Wo ist meiner? Da ist meiner. Was müssen wir überhaupt drauf schießen? Hauptsächlich auf die roten Dinger. Ich glaube auf alles, was irgendwie leuchtet. Das ist immer eine gute Idee, ja. Hör auf, wegzurennen. War übrigens gut, dass wir das Pillending gerade weggemacht haben. Nee, da hau ich lieber ab. Bei dem Flammenwerfer hau ich ab. Der Laser ist zweckfrei. Der dreht sich so häufig, ich komme nicht mehr an die... Ich komm nicht an die ja, die Schrotflinte ist bei ihm effektiver. Ich versuche gerade extra von ihm wegzukommen, dass Sunny ein bisschen reparieren kann. Ja, vor allem, den guck mal, der hat nur ein Ding offen. Okay, jetzt haut er eh wieder erstmal ab. Woran erkenne ich, dass er den Flammenwerfer machen will? Wahrscheinlich am Equipment, das raushängt aus ihm. Au! Okay, er hat keinen Flammenwerfer gerade. Nein, er hat nur Kanonen. Ja, und die rot leuchtenden Punkte sind das Ziel. Jetzt hat er nur einen Laser. Der dreht sich so doof. Noch mehr Laser. Ach, scheiß drauf. Fanny macht schon seinen Job. Aua. Der dreht sich so bescheuert. Ich kann gar nicht wirklich auf den Feld achten. Ich muss mich gerade hier drauf konzentrieren, dass unser Schiff nicht abstürzt. So. Wo sind denn unsere ganzen Pillen hin? Kai, gleich haben wir ihn. Nur noch ein bisschen. Ach komm. Halt doch mal still, du Mistding. Ach, geht doch. Wir haben Gebiet 1 geschafft, Leute. Oh, jetzt drehen wir nochmal, ich mit euch ganz in die Augen rüsten. Das Grün ist Kurzschussgebiet. Schilden hat neue Koordinaten entdeckt. Seid ihr bereit für noch mehr Abenteuer? Muss das sein?
Der Gegner war anstrengend. Energiekapseln haben wir, Stationen, die noch verbessert werden können. Ja, sollten wir eigentlich haben. Bestimmt. Auch wenn wir die jetzt mittlerweile eigentlich meistens nur aus diskurrierten Welten holen. So, ich bin mal gespannt, was da jetzt schon wieder Schönes steht. Oh, shit, du stehst mir im Weg. 56 Zusammenstöße mit Gegnern hatte ich. Schießwütig. 3060 Schüsse. Was? Viele abgeschossen. Was macht denn dieser Knopf? Ja, ich war ja nur ganz kurz an dem Laser mal dran. Was macht denn der Knopf? Oh, Knopf, es leuchtet. Der leuchtet so schön rot. Ja, mal gucken, was wir so aufbessern können. Käse haben wir ja viel. Mehr Schaden mit dem Käse? Da könnte man drin investieren, auf jeden Fall. Beteiligung ist nicht verkehrt, I guess. Warte. Einfach schon mal für das nächste Mal. Der wird mitgenommen. Wir brauchen mindestens ein Auto Scharfschützen. Ja, vor allem, wenn der gegnerische Projektile zerstören kann. Wäre natürlich mit dem Laser geiler. Aber es gibt ja keinen Autolaser, es gibt nur Auto Scharfschütze. Ah, schade. Waffen haben wir schon alle gefunden. Imagine, es gäbe ein Autolaser. So. Kai kann jetzt mehr Schaden drücken. Das kann man jetzt eben kurz hier ablegen. Können wir dann beim nächsten Mal mitnehmen. Dann geht's ja in die zweite Welt. Das wird dann lustig, das wird spaßig. Leute. Wenn euch der heutige Part gefallen hat, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao, Leute. Ciao.